Der Appenzeller passt. Und er dürfte jetzt auch nichts anderes sagen, weil ich hocke neben zu. Also das ist ein relativ dünnes Eis. Aufwachsen in Appenzell war schon ein bisschen speziell. Und heute habe ich natürlich eine gewisse Distanz und eine Gelassenheit. Aber damals war es mir schon oft ein bisschen zu eng. Und ich fand es ein bisschen mühsam, weil ich fand, ganz viele Sportsachen, Karate, hast du damals nicht machen. Aber damals hat es nicht so viel gegeben, abgesehen von Handball, Leichtathletik, Turnverein. Dann sind wir dann langsam ausgeschossen, also Freizeit, Aktivitätsmöglichkeiten. Und da habe ich irgendwann gefunden, hure ein Loch ab vom Schuss. Und habe dann immer so gedacht, ich weiß nicht, 12, 13, 14, so schnell wie möglich weg. Und dann aber die weite Welt erobern. Und ich glaube, je älter ich geworden bin, umso schlimmer bin ich geworden, weil ich fand, ja, ist aber schon ein schöner Tag. Wir kommen circa einmal im Monat hierher, aber wir laufen von Appenzell aus, das ist dann anderthalb Stunden, wenn man schnell läuft. Ja. Und ich bin ganz stolz, weil als wir das erste Mal von daheim losgelaufen sind und einfach alles zu Fuß gemacht haben, dann kommen wir von dieser Seite über Sonnenhalb, und es ist angegeben als 2 Stunden 20 und wir haben es geschafft in anderthalb Stunden. Der Weg ist gelaufen, wenn er geht, und ich bin fast verrückt, bis wir da sind. Ich musste schon ein bisschen ziehen. Also ist, naja. Du hast mich getrieben. Ich bin einfach wegen so einer Kuh, die aus dem Bag holen muss. Ich habe dann so wie ins Alter werden auch die Liebe zu dieser Landschaft entdeckt und habe irgendwann herausgefunden, dass an vielen Orten die Leute vielleicht fast von den Kopf gestoßen sind, von dieser manchmal doch ein bisschen rässenzähen Art, die ich halt auch habe, weil ich am Schluss des Tages auch ein Appenzeller bin. Und dann fand ich, ja, wenn vielleicht am besten der Unipass ist, ist es vielleicht auch am besten, wenn du mehr oder weniger die in diesem Biotop aufhaltest oder so. Und schon auch, ich habe Hewe nach der Landschaft, ich habe Hewe nach meiner Familie, ich habe Hewe nach meinen Leuten. Und ich habe noch gerne Sachen, die ich kenne und mag. Also mit dem Appenzell zusammen sein ist gar kein Problem. Appenzell gefällt mir sowieso und ich bin selber auf dem Bauernhof aufgewachsen und dementsprechend war es für mich gar keine kulturelle Anpassung jetzt hier. Aber mir gefällt es gut und der Appenzeller passt. Und er dürfte jetzt auch nichts anderes sagen, weil ich hocke neben zu. Also es ist ein relativ dünnes Eis. Ich bin mit offenen Armen aufgenommen worden in Appenzell. Er geht jetzt sogar immer mit irgendwelchen jungen Frauen ab Fasnacht. Also er ist quasi zwangsintegriert worden. So Fasnachtsklicken und wir verkleiden uns jedes so als etwas anderes. Was ich manchmal schon gedacht habe, und das ist mir vor allem aufgefallen, wenn ich alle noch die Wohnung in Zürich hatte, ist schon cool, wenn du irgendwie auch nach dem 10 noch Hüngeli hast, dass du einfach so Home-Delivery-Food bestellen kannst. Und dann, was da gerade in sich kommt, egal was für eine wilde Richtung oder so, das schaffst du eigentlich in Zürich immer noch. In Appenzell kannst du nur irgendwie Take-out oder so machen oder selber holen. Ich glaube, alle Leute können jede Beiz und dann dein Zeug holen, aber dann gehst du gescheiter in die Beiz. Italienisch, aber Sushi oder so gibt es ja nicht. Ja, das ist so das kulinarische manchmal, aber es ist jetzt nicht so, ich vermisse, sondern da genieße ich dann einfach, wenn ich wieder irgendwo bin, wo es da geht.